Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Wir haben ja gerade das komische Riesenviech besiegt und ja, sind dem Weg dann gefolgt und sehen, dass wir hier eigentlich gar nicht viel weiter können. Von daher, na gut, ziehen wir den Klotz wieder raus. Wahrscheinlich müssen wir den dann eh woanders hinschieben oder drücken oder wo auch immer hin. Mal gucken, vielleicht können wir hier ja irgendwas noch Spannendes machen. Müssen wir ja dann, weil so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir ja nicht. Okay, einmal konnten wir den schon mal schieben. Zweites Mal geht auch. Boah, diese blöden Klingen, die sind aber schon nervig. Okay, hier kann man also sehr weit schieben. Geht es denn noch weiter? Nein. Reicht ja eigentlich auch. So, und wir laufen jetzt mal ganz unbedarft hier lang. Lalala, so. Okay, was haben wir hier Schönes? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir jetzt auch dort oben hin und erstmal speichern. Zumindest wenn man von hier aus denn schon da hinhüpfen kann, aber ich gehe mal davon aus. Ja, perfekt. Dann sprechen wir den Speicherkristall doch mal direkt an und überschreiben den aktuellen. Perfekt. Das ist aber fies. Schade, hätte ja klappen können. Aber dafür hat man ja davor gespeichert. Schauen wir mal. Vielleicht klappt das jetzt ja besser. Vielleicht schaffen wir das jetzt auch beim ersten Mal. Ah, okay, wir haben überlebt, das ist die Hauptsache. Kann man auch noch irgendwie lang. Will ich jetzt da unten lang? Das sieht nicht so gesund aus. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich meine, was soll schon passieren, ne? Im Zweifel sterben wir halt. Okay, hier den Klotz kann man auf jeden Fall schieben oder drücken oder was auch immer. Ich schiebe ihn jetzt einfach mal raus. Und dann mal gucken. Okay, nee, schade. Mehr kann man hier doch nicht machen. Aber wenn ich mich richtig oder wenn ich richtig gesehen habe. Ah, ich glaube, ich verstehe. So, den können wir jetzt dann einmal ziehen. Und dann kann man dann nämlich drüber springen. Boah, kann man diese blöden Stacheldinger nicht einfach mal ausmachen? Da kann man gar nicht drüber springen. Weil, so wie das aussieht, müssen wir dort nämlich hin und den Hebel ziehen. Okay, das machen wir. Ist hier denn sonst noch irgendwas Spannendes? Ja, da ist nichts. Nur so eine Lavagrube. Toll. Brauche ich nicht. Ja, schieben wir das mal da erstmal da durch und dann können wir auch eigentlich, wenn wir uns denn dorthin bequemen, auch wieder da lang und den Hebel bedrücken. Wahrscheinlich geht dann auch dadurch einfach nur dieses Tor hinter uns auf. Sicher ist sicher, die Waffe bleibt gezogen. Irgendwie sieht das ja komisch aus, wenn da schon wieder so Grafikfehler sind. Okay, also da kann man zwar lang, aber man will es eigentlich nicht. Okay, da kann man auf jeden Fall drauf, dann springen wir da doch auch mal hin. Waffe nehmen wir erstmal weg, weil wird wahrscheinlich eh nicht benötigt. Und dann springen wir mal hier von einer
Stelle zur anderen. Ja, 2 weit war, glaube ich, nicht machbar. Von daher müssen wir jetzt, so wie es aussieht, einmal hier kreuz und quer springen. Ich weiß es allerdings nicht. Aber es sieht vernünftig aus. Aua, das tut mir weh. Ey, wie fies ist das denn? Jetzt muss ich hier ernsthaft noch so ein Medipack aufnehmen, damit ich da durchspringen kann. Immerhin sind wir nicht gestorben. Aber sonst ist ja auch nichts Spannendes, ne? Na gut, dann machen wir halt weiter. Und wieder die Waffe ziehen. Das sieht doch schon wieder so aus, als würde da gleich ein Felsen runterkommen. Ja. Ich dachte es mir schon. Aber nicht mit mir hier. Nee, nee. Das dachte ich mir schon, nämlich wenn da rechts und links und dann nur so ein kleiner Gang ist. Nee. Und da schon wieder. Ja. Ja, auch wieder genau das gleiche Prinzip. Und der Fels rollt an uns vorbei und wir sind wieder sicher. Sehr gut. Auch wenn das gerade hier sehr komische Geräusche sind. Ich kann sie immer noch nicht wirklich zuordnen. Klingt eher so wie im Abwasserkanal. Das zieht aber auch immer so viel ab. Oh Mann. Sollen wir jetzt erst das Ding nehmen und dann speichern oder erst speichern und dann das Teil da nehmen? Wir können es gar nicht nehmen. Ist kaputt gegangen. Na gut, dann speichern wir mal. Mal schauen, was dann so passiert. Ja, überschreib mal. Aber da sind wieder hier irgendwelche Monster. Man hat sie auch schon sehr vermisst. Uiuiui. Ja, sorry, tut mir leid. Wow, 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 wow. Das ist jetzt aber viel. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Ich habe keine Medikits mehr. Das ist aber auch, geht doch mal kaputt. Mein Gott, wo kamen die denn auch alle her? Also ich habe auch so jetzt das Gefühl gehabt, irgendwie da passiert gar nichts, sondern das ist einfach nur auf Hektik getrimmt. Sprich also, wir werden gar nichts machen. Einfach nur ganz gechillt die Monster töten. Okay, dann wissen wir. Dieses Teil kann man kaputt machen. So. Den machen wir jetzt von hier aus kaputt. Den von hier aus. Und ein so ein Monster war ja noch hier irgendwo. Schauen wir mal.
wir das kleine Medipack schon mal, weil... Ja, sehr gut. Diesmal hat es besser geklappt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir denn hier lang können. Ich weiß, dass hier eine Tür war. Und das hört sich auf jeden Fall riesig an, was da noch scheinbar lebt. Will ich da wirklich lang? Eigentlich ja nicht, aber wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, aber hier ist auch nichts. Oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ich bin verwirrt. Oder kann ich da rechts lang? Warum bin ich dann... Ne, hier kann ich nicht lang. Aber irgendwas Großes scheint hier jetzt in der Nähe zu sein. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, was und wo. Oh, da hat sich jetzt auch was getan. Da ist nämlich auf einmal ganz viel feste Lava. Ja, wackelt noch mehr. Damit man noch weniger erkennen kann. Schauen wir doch mal. Dort können wir auf jeden Fall jetzt in Ruhe langlaufen. Man hört zwar irgendwelche Geräusche, aber irgendwie sehen tut man nichts. Na, hier ist jetzt eigentlich auch nichts Spannendes. Oder? Doch, da kann man runter. Gucken wir doch mal, was war hier so noch. Ja, weil das ja noch nicht schwierig oder kompliziert genug ist, ne? Jetzt dürfen wir hier... Wenn das noch so hin und her wackelt... Uns da langhangeln. Na super. Oh, der erste Fall war schon mal ganz gut. Der zweite leider nicht. Der dritte auch nicht. Voll in den Rücken. Und der, aua, voll in den Hintern. Und hier, denke ich mal, können wir in Flammen aufgehen. Okay, ich hätte mir das vielleicht genauer angucken sollen. Schade. Jetzt dürfen wir nochmal hier die Monster besiegen. Aber ich denke mal, mit der Taktik war das doch relativ einfach. Also, ja, kommt nur her. Ihr macht das schon. So, erstmal wieder hier. Tod und Verderben verursachen. Und alles wackelt, rappelt und hat Luft. Muss er jetzt hin? Okay, jetzt. Den dort. Oh, oh, oh. Ja. So war das nicht gedacht, aber... Jetzt nehmen wir erstmal wieder das kleine Medipack. Und den da oben, den ignorieren wir einfach mal gekonnt. Weil... Der ist halt uninteressant. Und jetzt weiß ich, man muss sich hier rüber hangeln. Und ja, das machen wir auch noch. Ist ja jetzt auch mehr oder weniger egal, ob man da jetzt großartig Energie verliert, weil so viel zieht das jetzt nicht ab. Ich glaube, das ist echt nicht viel. Kann man wirklich gekonnt ignorieren. Mein Gott, das wackelt aber auch übertrieben. Ach, ging sogar besser als vorher. Okay, so und... Perfekt. Hier ist auch noch ein Pfeil, mein Gott. So.
Ja, und was sich hier so, oh mein Gott, noch anbietet, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Von da sage ich mal, bis später, der Pum.